Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever, meine lieben Freunde. Hier spinnt gerade was rum hier oben. Zug 3. Der steht. Der hat keinen Weg. Okay. Gucken wir gleich nach. Wir haben hier. Der hat sich geändert. Okay. 7 Minuten, das ist verkraftbar. So, jetzt gehen wir zu unserer Baustelle. Erstmal die Linie angucken. Gehen wir ein bisschen nach draußen. Draußen. Da hat jetzt keinen Weg. Das ist ein Reichenschwanz. Will umdrehen. Hat keinen Weg. Macht Sinn. Jetzt hat er Weg. Fragt sich nur, wie lang. Da hat er hier Weg. Guck mal, hier. Das ist der Weg. Pass auf. Zack. Und da drüben. Gleiche nochmal. Haben wir das hier nicht schon gemacht? Zack, nee, auch nicht. Okay. Der hat immer noch keinen Weg, ja, ich weiß, weil ich die Weiche falsch rumgesetzt habe, ich stödel. Muss die mal so rumsetzen. Jetzt kann er weiterfahren. So, wir machen zur Zeit zwar ein wenig Minus, aber das kann man doch verkraften. Gucken wir doch mal nach, wie die so ausschaut, die Linie. Dabei mache ich mal Licht bei mir an, es wird nämlich langsam dunkel.
Aber schaut sich doch gut an, schon mal die Landschaft. Keine Warnungen zurzeit. Zwei fahren wieder zurück. Ja, das ist ja normal. Erstmal am Anfang. Aber das Coole ist, dass jetzt hier richtig viel Betrieb ist. An diesem Bahnhof. Weil ja Züge aus aller Welt hier halten. Wo ist denn hier unser Überregionaler? Ist das der? Ne, ist er nicht. Na, ihr wollt jetzt auch ordentlich mit. So, machen wir jetzt gleich mal einen Reichenschwand. Ein bisschen Verkehr. Und dazu erstmal ein paar Straßen renovieren. Oder verbinden zumindest, dass wir hier bessere Liniennutzung haben. Nee, so gefällt mir das besser. Ja. So, und nicht anders. Das kann auch verbunden werden. Und das auch. Ja, und hier. Das ist ja, glaube ich, normal. Zack, zack. Zick, zick, zuck, zuck. Was ist das? Vielleicht noch so. Und das war es. Jetzt kommt gleich unser Fetter Express hier an. Nee. Das ist unser Fetter Express. Auch nicht. Das sind zwei Züge. Okay. Wo ist mein Gedächtnis? Wenn man es braucht. Ich weiß ja ganz genau, dass ich da zwei Züge drauf gesetzt habe. Ich weiß auch nicht, wie ich das vergessen konnte. Zack. Aber es hat keinen Straßenanschluss. Wird wahrscheinlich das Programm jetzt gleich wieder meckern. War auch nicht möglich. Schade, dann reißen wir hier mal kurz die zwei Straßen ab. Tut die mal miteinander verbinden und die dann daran. So, jetzt klappt's doch. Super. Das passt sich auch perfekt ins Stadtbild hier mit ein oder ins Ortsbild. So, Reichenschwand, wir gucken auf die Bevölkerung. Da sind die ganzen Zahlen und wir wollen natürlich alles rausholen. Deswegen nehmen wir auch die größten Haltestellen. Zack und zack. Die zwei Haltestellen zum Bleistift. Da haben wir hier noch eine Doppelhaltestelle. Auf jeden Fall hier. Noch in der Innenstadt. Hier und hier hinten. Dann hier hinten in der Industrie. Hier eventuell. Da. Und hier draußen. Aber sonst eigentlich noch nicht. Dann müssen wir zwei Linien erstellen. Dass man die auch mal ein bisschen sieht. Stelle hinzufügen. Zack, 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 zack. So und so.
Und die zweite Linie machen wir mal hier rum. Etwas kleinerer Ring. Oh ne. Die Blumenstraße entfernen wir wieder. Ah ne. Entfernen wir das. Machen wir das so. Zehn. Elf. Und ja, würde ich auch sagen. Ist zwar ein bisschen komisch, aber wir können es mal so lassen. So, das wären dann. Was ist das hier vom Bahnhof? Reichenschwand, ist das vom Bahnhof? So ein kleiner Test immer mal. Reichenschwand. Das ist das Busunternehmen. Bus der 23.1. In Reichen. Was das hin? Schwande. Ja, Reichenschwand, was denn? Das ist das Busunternehmen 23.2 vom Reichenschwand. Reichenschwand. Zack. Machen wir zu. Gehen wir in unser Werk. Und nehmen wir mal ein paar Postbusse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf die braune Linie. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf die rote Linie. Zack. Dass ja mal ein bisschen Betrieb reinkommt. Das muss jetzt natürlich noch anlaufen. Ich sage ciao und melde mich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transport Fever mit den City Racers hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Bis dahin, ciao, ciao.